Die Bullen sind siegessicher, das sieht man in den Kommentaren, zum Beispiel auf meine Videos. Was soll da schief gehen am Montag? Das war ein Ausrutscher gestern. Das war wieder die ganz normale Trendrichtung, die jetzt weiter vorherrschen wird. Aber ist das so? Wir haben am Montag beim Dow Jones etwa den größten Tagesverlust des Jahres 2021 gesehen. Gestern dagegen den größten Gewinn seit dem März diesen Jahres. Ist das normal, solche extremen Ausschläge? Ist das typisch für einen in sich ruhenden Bullenmarkt? Ich würde sagen, nein, es zeigt, dass die Schwankungsbreite zunimmt und das ist nicht immer ein bullisches Zeichen, auch wenn die Bullen jetzt extrem siegessicher sind, zumal wir jetzt auch gesehen haben, dass die Staatsanleihenrenditen nicht wirklich gestiegen sind. Wir sind jetzt wieder im Bereich der Marke von 1,20 für die 10-jährige US-Staatsanleihe und der Dollar wird stärker. Also Dollar und Anleihen, das war das Thema des gestrigen Marktflüsters, haben da nicht mitgemacht. Im gestrigen Videoausblick hatte ich gesagt, wir sind ein bisschen überverkauft und von einem Turnaround Tuesday gesprochen. Jetzt kriege ich dann immer wieder Kommentare, die sagen, Fugmann, du bist der Sobere, schaut euch das Video bitte mal an. Also es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, wir werden jetzt weiter abstürzen, auch wenn das bullische Narrativ eben doch in Frage gestellt ist, das gestern wieder nicht in Frage gestellt war, aber es wird nach meiner Auffassung wiederkommen, dass der Zweifel da ist. Hier Makrocharts zeigt relativ eindeutig, dass wir gerade bei diesen zyklischen und bei diesen Reopening Stocks extrem überverkauft waren und was wir gesehen haben ist einerseits eine technische Gegenreaktion und andererseits ein Short Squeeze, das will ich gleich zeigen. Wenn wir uns die Sektoren mal anschauen, dann sehen wir hier Industrials mit 2,7%, Materials, Financials, also diese typischen Sektoren, die dann profitieren, wenn Konjunkturoptimismus wieder da ist, wenn die Dinge wieder nach Boom ausschauen und nicht nach Bust, während wir eben dann defensive Sektoren wie Utilities, Versorger dann nur bei 0,4% plus gesehen haben. Consumer Staples, der einzige Sektor, der es nicht ins Plus geschafft hat. Aber schauen wir uns mal an, wie derzeit jetzt die Lage ist. Wir haben jetzt einen massiven Swing wieder von den sogenannten Go-Out-and-Party-Stocks zu den Stay-at-Home-Stocks, also praktisch diesen Reopening-Stocks in Relation zu den Bleib-zu-Hause-Stocks. Das sind zum Beispiel eine Peloton, ja, wenn die Leute zu Hause Sport machen, nicht rausgehen. Netflix, all diese Dinge, die davon profitieren, wenn die Leute zu Hause sind, während eben Go Out and Party, all das ist, was letztendlich von Konsum draußen profitiert, Restaurants etc. etc. Und oben sehen wir den saisonalen Chart des S&P 500 zwischen 1. Juli und 16. September und normalerweise ist jetzt die Kuh noch nicht vom Eis, zumindest saisonal nicht und bisher hat sich der S&P 500 weitgehend an die Saisonalität gehalten. Wir werden sehen. Wir sehen auch, dass jetzt der Juli der bisher beste Monat ist für sogenannte Quality Stocks, also Firmen mit einer starken Bilanz, die wenig Schulden haben. Wir sehen also, dass letztendlich Qualität gefragt ist. In starken Bullenmärkten ist oft eben der Trash, der mit nach oben gespült wird. Da wird der Dreck mit nach oben gespült. Unprofitable Tech-Unternehmen, so wie sie meine beste Freundin Cathy Wood gerne im Portfolio hat, sind dann Highflyer. Hier sehen wir, dass offenkundig jetzt schon eine Flucht in die Qualität stattfindet. Gestern war wieder mal eine Ausnahme, eine Gegenbewegung. Aber ist das der neue Trend, dass jetzt eben der Trash jetzt wieder gekauft wird, die unprofitablen Firmen gekauft werden, die mit den schlechten Bilanzen gekauft werden? Das ist die Frage. Ich würde vermuten, nein, hier sehen wir mal den S&P 500 mit dieser Kerze. Wir hatten am Montag genau die 50-Tageslinie erreicht, Tagesdurchschnitt. Das ist bei den Amerikanern ein wichtiges Maß der Dinge. Da hält man sich gerne dran und dann sehen wir jetzt diese Kerze mit nach oben. Aber wie hier auch Mark Minervini bemerkt, also solches Pullbacks, die sind meistens sehr intensiv, sehr kräftig, auch in Korrekturen, gerade in Korrekturen. Erinnern wir uns an den März, ich will jetzt die Situation nicht vergleichen, zu der Corona-Krise, März 2020 etwa. Da haben wir teilweise krasse Abverkäufe gesehen und dann krasse Rallyes gesehen. Damit meine ich, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir krasse Rallyes sehen, aber auch krasse Abverkäufe sehen. Und das ist eine Zeit, die normalerweise nicht ruhig ist, die nicht für ein langsames, stetiges Ansteigen der Märkte spricht. Das zumindest nicht sofort, aber jetzt eben erstmal saisonal bedingt könnten da interessante
harte Zeiten auf uns zukommen. Goldman Sachs sagt ja, also wir haben gestern gesehen, dass eigentlich keine neuen institutionellen Käufer in den Markt gekommen sind, sondern dass Hedgefonds vor allem mit ihren Short-Positionen auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Wir sehen die Most Shorted Stocks, die am meisten geschorteten Aktien, die konnten gestern stark zulegen. Unten die Grafik hatte ich schon mal gezeigt, Put-Call-Ratio deutlich zugenommen, da haben sich viele mit Puts abgesichert. Diese Puts sind dann gestern teilweise wieder aufgelöst worden. Das hat praktisch dann die Kurse mit nach oben gebracht. Also die Eindeckung von Short-Positionen, wenn man so will, war wahrscheinlich das entscheidende Motiv. Weniger jetzt der wirklich neue Kaufbereitschaft der Institutionellen. Dementsprechend glaube ich, dass dieser Short-Squeeze eben dann sein Potenzial eben auch weitgehend jetzt kurzfristig gesehen erstmal ausgeschöpft hat. Dementsprechend jetzt die Triebfeder für diesen Anstieg nicht weitergegeben ist. Wir also unwahrscheinlicherweise einen solchen Anstieg heute wiedersehen, wie wir ihn gestern gesehen haben. Heute im Fokus, meine Damen und Herren, das ist die US-Politik. Schumer, der Demokrat, will heute das Infrastrukturprogramm zur Abstimmung bringen. Das wird aber eine ganz schwierige Geschichte. Wahrscheinlich wird er damit scheitern. Jetzt haben die Demokraten einen 4,1 Billionen Plan B entwickelt in Sachen Infrastruktur. Die Republikaner sagen, Leute, bevor wir nicht alle Details verhandelt haben, wollen wir dieser ganzen Geschichte nicht zustimmen. Jetzt gibt es die sogenannte Reconciliation. Das würde bedeuten, dass die Demokraten keine absolute Mehrheit brauchen im Senat, sondern mit 50 Stimmen plus der Vizepräsidentin, die ja Demokratin ist, durchkommen würde. Das würde aber erst im Herbst gehen. Also müsste man dann zuwarten. Jedenfalls gibt es Streit um die Details. Und das Ganze wird schwierig. Jetzt kommt noch dazu die Anhebung der Schuldenobergrenze. Ich hatte gestern auf den Artikel von Hannes Zipfel hier verwiesen. Also in der Innenpolitik, da geht es jetzt richtig zur Sache. Und warum das wichtig ist, das zeigte der ehemalige EZB-Vize Vitor Constantio, der hier in einem Tweet nochmal klar machte, was das bedeuten würde, wenn das Infrastrukturpaket der beiden Regierungen nicht kommen würde. Dann hätten wir nämlich einen Drag von vielen Milliarden Dollar in Sachen Fiskalpolitik. Das heißt, die Fiskalpolitik würde auf das Wachstum bremsend wirken und nicht mehr Wachstum steigern, wie das eben noch mit den ganzen Helikopterchecks etc. der Fall war. Also wir sehen, das muss irgendwie gelingen, sonst wird es für die US-Konjunktur schwer, sonst wird es auch für viele Firmen schwer, die eben davon profitieren würden. Und diese Aufträge sind teilweise bei diesen Firmen schon ein bisschen eingepreist in den Aktienkursen. Gestern Aktienkurs, das Thema Netflix, typische Stay-at-Home-Aktie, hatte sich schlechter entwickelt als der Nasdaq insgesamt. Hier sehen wir, dass die Zahlen doch eher schwach waren, vor allem der Abo-Ausblick sehr, sehr schwach, wie mein Kollege Claudio Kummerfeld hier betont hat. Stalingrad und Pursky scherzt, hier wird vielleicht die Fed dann bald verkünden, dass man Subscription Purchases betreiben wird, also praktisch Quantitative Easing für Netflix. Man kauft eine Million pro Monat neue Abonnenten für Netflix, kleiner Scherz am Rande, aber wir sehen insgesamt, um nochmal auf das Anleihespektrum und das Dollarspektrum zurückzukommen, dass das Volumen negativ rentierender Anleihen wieder deutlich ansteigt. Das zeigt, dass also eine Flucht in die Sicherheit stattfindet, trotz der gestrigen Rallye. Ich will nicht sagen, dass es jetzt weiter nach unten geht zwangsläufig, aber dass die Bullen ein bisschen vorsichtig bleiben sollten und nicht zu siegesicher sich gerieren sollten, sonst landen sie auch mal schnell auf der Schlachtbank. Ich denke, das wird volatil bleiben in den nächsten Tagen. Die Anleihenmärkte und die Devisenmärkte zeigen das. Heute wird dann wahrscheinlich ein Kapitel beendet, das lange gedauert hat, nämlich diese ganze Geschichte mit der Pipeline, mit diesem Deal Nord Stream. Das hat sich ja sehr, sehr lange hingezogen. Biden hat den Widerstand offenkundig aufgegeben, weil Deutschland versichert hat, okay, wenn Russland sich nicht an die Vereinbarung hält in Sachen Ukraine, dann würde es Sanktionen gegen Russland erlassen. Insgesamt kann Russland die doppelte Menge an Gas damit direkt exportieren. Das ist sicherlich ein Thema. Morgen wird das Thema sein, kommt der Crash nie mit Mark Friedrich, aber nicht nur mit Mark Friedrich, sondern da werden wir interessante historische Perspektiven auf Crashes zeigen, worauf es wirklich ankommt bei einem Crash. Manche Crashes sind gar nicht schlimm. Die bieten gute Einstiegsgelegenheiten, andere sind eher schlimm. Warum? Das wollen wir dann am Donnerstag 18.30 Uhr zeigen. Hier also nochmal der Hinweis auf dieses neue Verfahren.
Format. Und jetzt schauen wir mal, was heute passiert an den Märkten. Ich wünsche einen guten Start. Was haben wir heute Mittwoch? Servus und ciao.